Fastfood gibt es an jeder Ecke und wir greifen zwischendurch gerne mal zu, weil es doch so lecker ist. Eigentlich wissen wir aber ganz genau, dass Fastfood ungesund und fettig ist. Es geht schnell, es ist lecker und die Auswahl ist groß. Fastfood heißt übersetzt schnelles Essen. Der Begriff entstand in den 50er Jahren in Amerika und bezeichnet bis heute schnell hergestelltes Essen. Zum Fastfood gehören Speisen wie Bratwurst, Pommes und Burger. Viele Menschen greifen zu Fastfood, weil es günstig und schnell ist. Besonders bei Jugendlichen ist der Verzehr sehr beliebt. Auch der Döner gehört zum Fastfood. Er ist einer der bekanntesten Gerichte der türkischen Küche. Im Jahr 2011 gab es in Deutschland über 16.000 Dönerbuden. Doch welche gesundheitlichen Risiken birgt der Verzehr von Fastfood? Fastfood ist ja eine Ernährungsweise, die unglaublich stark viele Zucker, Fette und schlechte Kohlenhydrate enthält. Und die sind alle zusammenfassend schlecht für den Körper, weil die dazu führen, dass alle Erkrankungen des metabolischen Systems, also das sind Bluthochdruck, Zuckerkrankheiten und Übergewicht einfach sich entwickeln und der Körper darunter halt stark leidet. Und wenn die, also auch nur eine von diesen Krankheiten kann halt dazu führen, dass es zu schweren Herzkrankheiten kommt, zu Gefäßverschlüssen. Und meistens ist es so, dass diese Ernährung halt durch den Übergewicht, der dadurch entsteht, halt auch zu Bewegungsmangel führt. Obwohl Fastfood so beliebt ist, hat es mehr negative als positive Aspekte. Die Inhaltsstoffe sind sehr kritisch anzusehen, da zu viel Fett, Zucker und Salz enthalten sind. Dies alles kann zu Übergewicht führen, was das Risiko für Krankheiten erhöht. Fehlernährung kann daher dramatische Konsequenzen auf das Immunsystem und die Gesundheit haben. Durch die fehlenden Kohlenhydrate und Ballaststoffe fehlt ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Das billige Fleisch wird durch Massentierhaltung ermöglicht. Außerdem kommt durch die Verpackungen vom Fastfood eine Menge unnötiger Müll zustande, der im schlimmsten Fall in der Umwelt landet. Aber darf man sich Fastfood auch mal erlauben? Wie kann man mit gutem Gewissen Fastfood genießen? Also ich denke, man kann auch mal sich Fastfood gönnen. Die Frage ist halt immer, was man dann so isst. Und das ist halt ganz klar. Jeder kennt ja auch diese Ernährungspyramide. Also, dass man im Endeffekt viel, viel, viel Gemüse, ballaststoffreiche Ernährung, also wenn man Kohlenhydrate zu sich nimmt, also Brot und Nudeln, dass man halt auch einen großen Anteil an Vollkornprodukten zu sich nimmt. Und dann ist es wichtig, sich halt auch zu bewegen. Jeden Tag Bewegung und eine ausgeglichene Ernährung. Aktiv zu sein ist grundsätzlich wichtig für die Gesundheit. Wenn man genug Sport treibt und sich auch mit Hilfe frischer Lebensmittel wie Obst und Gemüse gesund ernährt. Man kann durch diese Maßnahmen gesundheitliche Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Bei dem Thema gesunde Ernährung können die Meinungen sehr unterschiedlich sein. Es geht über vegan bis hin zu glutenfreien Ernährungsformen. Wenn man Wert auf frische Lebensmittel legt, kann man diese auch im nächsten Hof- oder Bioladen kaufen. Dort wird auf regionale und saisonale Produkte Wert gelegt. Ja, zum Thema, warum ist denn Fastfood so ungesund? Und meiner Meinung nach sind das die Zucker, die da drin sind. Das Erstaunliche ist in dem Bericht, dass der Fruchtzucker das Ungesunde ist. Also nicht, wenn ich jetzt ein bisschen Obst oder sowas esse oder Gemüse, sondern wenn der den Lebensmitteln zugesetzt wird. Das steht ja oft drauf, Glucose, Fructose, Sirup. Und der Körper kann das nicht verarbeiten. Und Fructose ist ein Lebergift und man wird dick davon. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man bei Fastfood dick wird, weil da überall dieser Fruchtzucker mit drin ist, ob es Fleisch ist oder das Mehl, die Brötchen, überall ist das drin. Nicht nur die ungesunden Inhaltsstoffe im Fastfood, sondern auch die Kombination führt beim übermäßigen oder regelmäßigen Verzehr langfristig zum Übergewicht. Mögliche Folgen sind Diabetes oder ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall. Deshalb sollte man darauf achten, sich gesund zu ernähren und selber zu kochen. Auch Sport stärkt das Immunsystem und die Gesundheit. Jedoch die Mischung macht's. Pizza und Pommes gehören auch mal zu einer abwechslungsreichen Ernährung dazu.